Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau und einiges anderes, weil ich so alles Mögliche baue. Aber das seht ihr ja in meinen Videos. Heute geht es dann mal weiter und zwar mit dem zweiten Teil vom Zwergenhelmbau. Soweit waren wir ja schon. Jetzt fangen wir an, das Ganze noch ein bisschen weiter aufzubauen. Das Ganze soll ja dann noch zwergisch aussehen. Ich weiß noch nicht, ob es mir gelingt, aber ich gebe mein Bestes, Leute. Wenn euch das ganze Thema gefällt, Likes, Kommentare, Abos, Teilen gern gesehen. Gucken immer noch viel zu viel meine Videos, ohne mich zu abonnieren. Denkt dran, abonnieren und Glocke nicht vergessen, also keins meiner Projekte vergesst, beziehungsweise verpasst. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch wieder. Bleibt dran, wir sehen uns. So Leute, dann wollen wir mal loslegen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Mal gucken, ob das irgendwie funktioniert, wie ich mir das hier so vorstelle. Ich bin mir da selber noch nicht so ganz sicher, ob das alles so klappt. Mal schauen. Ich bin mir da echt noch nicht so ganz sicher, ob das so hinhaut. Das alles klappt, wie ich mir das da so vorstelle. Na gut, versuchen wir mal. Versuchen wir klug. So. Ein bisschen was, wie gesagt, habe ich schon vorbereitet. Ob das alles nachher so passt, ist dann schon wieder eine ganz andere Sache. So, dann gucken wir erstmal, dass wir das hier so irgendwie hinkriegen. Müssten die Teile sein. Das tun wir erstmal auf Seite. Wo wird der Teil hier sein, so weiß ich überhaupt ja nicht mehr. Naja, gut. Gucken wir jetzt erstmal. Und zwar fangen wir jetzt erstmal an. Nehmen wir erstmal den guten alten Pastex Classic. Da ich ja nicht unbedingt Cosplay-Materialien für den Bau nehme. Das sind ja mehr so labmäßige Sachen. Aber ich nehme jetzt einfach mal das, was ich so da habe und guck mal, was draus wird. Wenn natürlich irgendwie Interesse sein sollte, dass ich dann halt mehr so ein bisschen Cosplay auch ein bisschen so mache. Zumal ich so ein bisschen Interesse schon habe, mal so ein paar Sachen zu machen, wo man nicht so unbedingt auf die Sicherheit achten muss. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen, mal eure Meinung dazu zu hören. Ob ich da auch mal so ein bisschen mehr machen sollte. So. Das machen wir jetzt so. Das Ganze lassen wir ein bisschen antrocknen. Dann schauen wir mal, ob das Ganze irgendwie so funktioniert, wie ich mir das jetzt so vorstelle. Na? Dann gucken wir mal hier. Das Ganze, das wollte ich nämlich hier auch noch ankleben. Ich mache jetzt einfach mal so eine Linie, damit ich ungefähr weiß, bis wohin ich kleben muss. In der Hoffnung, dass das nachher auch alles irgendwie passt. Wenigstens so halbwegs. Dann haben wir jetzt hier eine Linie und da. Ich habe mal 25 Linien drauf gezeichnet, weil ich mich irgendwie andauernd vertan habe, wo die Klebekante ist. Aber das ist halt, wenn man sowas das erste Mal macht, in der Art. Und dann, naja, keine Erfahrung hat, muss man halt ein bisschen rumexperimentieren. Ich hoffe mal, dass das Ganze irgendwann wirklich nach einem Helm aussieht. Also, einem Helm, den man sich auch angucken kann. Mal schauen, was draus wird. Dann sieht es halt noch ein bisschen sehr nach einem Mannenhelm aus. Aber ich denke mal, das kriege ich noch so halbwegs zwergisch hin. Wird vielleicht nicht so der Standard-Zwergenhelm werden. So von der Form her und so. Aber mal schauen. So. Jetzt haben wir das. Das haben wir auch.
Wisst ihr Leute, momentan bin ich echt froh, dass das relativ warm ist, dass der ganze Kram relativ schnell trocknet. Da bin ich echt begeistert drüber. So. Jetzt gehe ich hin. Guck, dass ich das hier innen erstmal dran mache. Dass quasi hier so an den Kanten bündig ist. Und dann werde ich jetzt gucken, dass ich dann das hier so verklebt kriege. Ich hoffe mal, das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Also mit Heißkleber zum Beispiel würde ich jetzt behaupten, wird dazu gar nicht gehen. Also auf jeden Fall ziemlich schwierig. Also einige Sachen kann man da, glaube ich, mit Heißkleber machen. Bei anderen, ich glaube, ist das nicht so wirklich das Optimale. So. So, jetzt habe ich hier die Teile. Jetzt will ich die dann quasi hier so zusammenkleben. So ein bisschen hoffe ich, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, ich lasse das noch so ein bisschen antrocknen. Dann hatte ich mir so überlegt, dass ich dann hier so eine Art Brille mache. Damit ich so ein bisschen weiß, wie das hier so dran kommen könnte. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Vielleicht soll die auch hier noch so ein bisschen anzeichnen. Die Linien habe, wo ich das dran kleben kann. Ich glaube, das ist ja eine ziemlich gute Idee. Machen wir auch. Mache ich relativ dünn drauf, dann trocknet das Ganze ein bisschen schneller. Ich glaube, das kleine Eckchen, das schneiden wir dann später raus, wenn das Ganze trocken ist. Dann gucken wir mal, was dabei nachher rauskommt. Also mittlerweile bin ich selber ganz überrascht, wie das werden könnte. Jetzt einfach mal hier so. Wie gesagt, das ganze Ding ist mehr oder weniger jetzt improvisiert. Wie ihr seht, habe ich hier nämlich schon das Problem, dass das hier ja nicht so ganz hinhaut. Das ist natürlich jetzt nicht so toll, dass das nicht auf beiden Seiten gleich ist. Ja, gefällt mir jetzt ja nicht. Bisschen tricksen müssen. Hm? Jetzt mal ein bisschen nach hinten. Ist jetzt nicht so unbedingt professionell, was ich hier mache, Leute. Hm? Na, wie gesagt, das Ding ist ja nur mal ein Prototyp und zum Gucken, ob ich sowas überhaupt mal hinkriege. Ich hoffe, es sieht nachher nicht ganz so schlimm aus. Aber ein bisschen versetzt ist es jetzt. Aber naja, gut. Hoffen wir mal, dass das nachher nicht so extrem auffällt. Also Leute, ihr habt da nichts gesehen, ne? Ist jetzt auch nur hoffentlich, dass das dann nach außen gut aussieht. Was innen an der Innenseite ist, das ist mir jetzt erstmal eher. Ich hoffe, da taut so alles hin. So, gucken wir mal, ob das schon so ein bisschen. Oh, das sieht schon ein bisschen angetrocknet aus. Setzen wir das Ganze hier einfach mal dran. Dann haben wir das. Nehmen wir auch mal so ein bisschen drüber, ganz dünn. Hatte auch ankleben können. Sieht auf der Seite aus. Also Leute, ich liebe momentan. Also das zum Kleben und Latexen ist das Wetter momentan echt bombisch. Ne? Das ist wirklich toll. So.
bisschen dran. Auch. Schauen wir mal, dass wir hier das hintere Teil auch schon mal dran kriegen. Dadurch, dass das jetzt ein bisschen versetzt war, hoffe ich natürlich, dass der Plan, den ich da quasi hatte, also so ein bisschen Plan habe ich mir da schon gemacht. Jetzt nicht so übermäßig, aber ein bisschen Kopf merkt man sich ja schon, wenn man sowas baut. Also der Plan war quasi, dass das hier nachher bündig ist, weil das leider nicht ist. Aber das ist nicht schlimm. Das sieht ja nicht mal so schlecht aus. Das passt vielleicht ja noch bei einem Zwerg. Dann wollen wir uns gucken, wie wir das dann nachher am besten so hinkriegen, dass das alles aussieht, als wenn es so gewollt ist. Was das jetzt nicht unbedingt ist, aber wir improvisieren einfach mal. So. Vielleicht hätte ich das da erstmal später, weil ich muss ja hier auch quasi noch die Teile zusammenkleben. Ist da was, Leute? Dann machen wir jetzt auch direkt mal. Mal wieder relativ dünn drauf, damit das schnell hier noch antrocknet. Jetzt muss ich jedes Mal zwischen den Videos immer so eine Viertelstunde oder fünf bis zehn Minuten Pause machen, je nachdem wie dick ich das dann da drauf mache. Wenn man das aber auch relativ dünn drauf macht, dann hört sich das eigentlich in Grenzen mit der Trockenzeit und es hält. Haben wir das haben wir auch. Das Ganze tun wir dann gleich zusammendrücken. Ich mache mal so ein bisschen drüber gehen. Könnte doch ein bisschen nicht gewesen sein. Mal vernünftig schalten. So. Ja, doch, das könnte schon was geben, Leute. Da müssen wir ein bisschen antrocknen lassen. Jetzt klappt das leider nicht. Wie gesagt, das Ding hier, den hinteren, das hätte ich besser erst später dran gemacht und hätte erstmal quasi hier die Teile kleben sollen. Aber naja, gut. Jetzt muss ich dann nur gucken, wie ich das dann weitermache. Auf jeden Fall kommt hier noch so eine Art, ich würde mal sagen, Bart dran. Aber da gucken wir dann gleich, wenn ich so weit damit bin, dass ich quasi hier die zusammen und dann lasse ich mir was überlegen bzw. einfallen, wie ich den Rest noch gestalte. So, hoffentlich klebt das jetzt schon mal gut. Das sieht schon mal gut aus. Gucken wir mal, wie die auf der Seite aussieht. Sieht auch schon mal ganz gut aus. Kleben wir hier das Stück mal weiter. Nicht so dick drauf. Stadtteil. Ja, da hätte ich besser noch eine Linie machen sollen. Ja, gut. Können wir ja dann quasi auf der anderen Seite machen. Wissen, wie weit wir quasi kleben müssen. Wie gesagt, am besten beim Trocknen ein bisschen länger warten. Dann hält das auch besser. Ich mache dann mal wieder alles wieder wie immer viel zu zügig. Aber ich will jetzt nicht, dass ihr da stundenlang auf die Trocknung warten müsst. Und hoffe mal, dass das Ganze nachher was wird. Also der Helm nimmt auf jeden Fall schon mal Gestalt an. Ja. So. Das ist die Frage.
machen wir erstmal das Gesicht und dann die Aufbauten. Oder erstmal die Aufbauten und dann quasi das Gesicht. Ja. Naja, mal gucken. Ich glaube, das werde ich relativ spontan, oder ich mache das wieder so alles beides irgendwie. Mal gucken. Also, schauen, ob das Ganze jetzt schon halbwegs klebt. Ja, geht schon. Nicht so schlecht aus. Soweit wären wir dann. So sieht das da momentan aus. Wie gesagt, passt immer noch, trotz Brille. Der Blick ist auch relativ groß. Also du kannst schon hin zu den Seiten, hast nicht gerade, das ist nur noch so ein Scheukappenblick. Also du kannst auch schon, also hier so die Hände sehe ich noch. Also das ist schon mal zum Gucken. Ich würde mal sagen, kampftechnisch ist das schon mal nicht so schlecht. Ist zwar auch ein bisschen groß, dass da einer reinstechen könnte oder ein Pfeil oder sowas, aber hey, ist ja erstmal eher. Geht jetzt erstmal darum, dass das optisch alles ein bisschen hübscher wird. So. Und dann geht es dann gleich weiter. Mal gucken, was ich mir noch optisch so aus dem Kopf hier drück kriege. So Leute, dann wollen wir mal weitermachen bei dem Helm. Ja. Zwar bin ich hingegangen. Das Ding soll jetzt quasi hier vorne so eine Art Bart kriegen. Hab jetzt so ein bisschen mal rumgekrakelt. Mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Dann will ich hier noch so quasi so ein bisschen so eine Kante machen. Da muss ich auch noch gucken. So, aber dann fangen wir erstmal bei so ein paar anderen Sachen an. Und zwar, ich habe jetzt die Schablone genommen. Hab die dann mittig gespiegelt. Und dann erstmal hier oben die Klebekante. Jetzt habe ich mir überlegt, das sähe ja bestimmt geil aus, wenn das hier auch so ein bisschen geknickt ist, dass das hier quasi so reingeht. Dann bin ich hingegangen, habe auf der Rückseite erstmal hier eine Linie gemacht. Ich hoffe mal, dass der Cutter scharf hier noch ist. Ich habe mich hier gerade meinen Schleif schon irgendwie verbuddelt. Wenn ihr sehen könntet, wie das hier aussieht manchmal hinter der Kamera. Naja, gut. Lassen wir mal. So. Dann geht er hin, macht einen Schnitt, nicht zu tief, also nicht durchschneiden. Und dann wird er so V-förmig einschneiden. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, könnt ihr das hier so rausziehen. Seht ihr hier, habt ihr hier so eine Kante. Gehen wir jetzt hin. Ups, hoffentlich kriege ich jetzt auf. Schraubenzieher habe ich natürlich immer noch keine hier unten im Keller. Ich die meisten Sachen halt im Bastelzimmer baue. Aber naja, gut. So, machen wir mal auf die Dose. Gehe ich jetzt hin. Mach so dünn Pattex drauf. Dann können wir den nämlich in der Zeit so ein bisschen antrocknen lassen. Und in der Zeit machen wir dann schon wieder was anderes. Den legen wir jetzt mal auf Seite. Machen wir erstmal nicht. Das brauchen wir später dann mal. So, jetzt haben wir quasi, habe ich ein, ja, das ist ungefähr Kernstabbreite genommen. Das ist so ein 6er Matte. Die will ich jetzt quasi so schräg da dran setzen. Jetzt bin ich aber noch am überlegen, wie das am besten aussieht. Jetzt gehe ich erstmal hin und werde so eine kleine Phase reinschneiden. 45 Grad. Versucht das Ganze jetzt so, wenn es geht, gleichmäßig hinzukriegen. Ich muss nämlich ehrlich sein, ich habe da keine Lust, das ganze Ding jetzt quasi zu schleifen. Deshalb hoffe ich, dass das alles beim ersten Schnitt so weit hinhaut, dass das halt nicht gemacht werden muss. Hab das Ganze auch ein bisschen länger gehalten, wie ich es wahrscheinlich brauche. Wahrscheinlich kann ich jetzt schon ganz drum wickeln. Aber vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, was man damit auch noch machen kann. Mal schauen. Auf jeden Fall fand ich das ein bisschen langweilig, wenn das Ding quasi hier unten nur so gerade ist. Jetzt bin ich natürlich noch am Überlegen, ob das dann nachher gut aussieht oder nicht.
könnte das Ganze jetzt so machen. So sieht irgendwie aus wie eine Regenrinne. Ist jetzt auch nicht so das Berauschende, aber ich denke mal, wenn ich das so hier dran mache, sieht das ja nicht mehr so übel aus. Mal ein bisschen angucken. Ja, doch. Da könnte man zum Beispiel dann nämlich auch noch irgendwie Verzierungen drauf machen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das nicht am Rand hier. Wisst ihr was, Leute? Ich gehe mal auf volles Risiko. Ich hoffe, ich vermurks den Helm damit nicht. Ich mache hier quasi auch noch so eine 45 Grad Phase rein. Wie gesagt, das ganze Ding ist mehr oder weniger alles ideentechnisch improvisiert. Dass nachher alles so aussieht wie das. Weiß ich jetzt allerdings echt noch nicht, aber wir lassen uns einfach mal überraschen, was am Ende bei dem ganzen Ding rauskommt. Aber eins kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen, das wird ein bisschen mehr Arbeit, wie ich überhaupt gedacht hatte, das Ding zu machen. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Da kommen ja noch die Verzierungen dran und. Aber ich glaube, das wird ein richtig geiler zwergischer Helm. So, das Ganze hier, das brauchen wir erstmal nicht mehr. Wie gesagt, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders machen sollen, aber hey, egal. Ist jetzt nicht ganz so, aber wir machen das einfach mal. Also im Endeffekt müssen wir die Seite, dann gehen wir jetzt einmal so ein bisschen rund und gucken mal, wie weit wir da gehen müssen. Dann machen wir mal auch ein bisschen länger. Machen wir hier so eine Linie in der Mitte. Muss man auch wissen, wo ungefähr die Hälfte ist. In der Zwischenzeit müsste das ja auch trocken sein. Dann machen wir das einmal so. Okay, hier habe ich ein bisschen, wie ihr seht, hier habe ich ein bisschen zu tief geschnitten. Das war eigentlich so nicht geplant, aber naja, gut. Dann ist es halt so. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal noch ein bisschen trocknen. Wie gesagt, Plan ist dann, dass das hier quasi hier so reinkommt. Da muss ich hier, glaube ich, auch noch ein bisschen was hinterkleben, damit das vernünftig anliegt. Aber das machen wir dann gleich. Jetzt gehen wir erstmal hin und kleben hier das Teil dran. So. Steht da, dann sieht das hier alles nicht so, ich sag jetzt mal, langweilig aus. Dann gehe ich jetzt hin, schneide das hier, hoffe ich, vernünftig ab. Versuchen das jetzt einfach mal hier mit der Schere. Zack. Oh, das geht. Kann man machen. Da auch. Ja, jetzt haben wir hier so eine Kante. Dann sieht das nicht mehr ganz so langweilig aus. Hier so kommen dann ein zwergisches Muster würde ich da, glaube ich, reinmachen. Hier vielleicht auch. Hier auch noch was. Also das Ding mache ich einfach mal so richtig prollig. Ich tobe mich da einfach mal aus. Ja. Muss ja jetzt nicht ein 0815 Zwerg sein von der Armee. Das kann ja auch irgendwas Höheres mal sein. Für das mal das Ganze bauen. Ich glaube, Leute, schon so ein bisschen zu viel abgeschnitten, aber naja, gut. So, kriegen wir trotzdem hin. Da werde ich noch ein bisschen nacharbeiten müssen, aber das mache ich dann später. So.
Das ist ja quasi nur, damit ich da genug Auflage habe, die das festkriegen. So, klicke mal da drauf. Ich glaube, erstmal am sinnvollsten wäre wahrscheinlich hier so die Mitte erstmal dran zu machen wieder. Einen groben Plan habe ich ja, so ein Zwergenhelm werden. Aber so im Großen und Ganzen habe ich ja doch nicht so wirklich was geplant. So, so sieht das Ding jetzt quasi von vorne aus. Ja. So Leute, ich glaube mal, bei dem Helm-Projekt, also da habe ich mich irgendwie gefühlt, also da habe ich mir ziemlich viel Arbeit angetan, Leute, wenn ich ehrlich sein soll. Das war eigentlich nur so als Zwischenprojekt mal geplant, aber ich glaube, das werden mindestens 3 bis 4 Teile werden. Weil das ist wirklich ziemlich arbeitsintensiv und zeitintensiv. Aber wie gesagt, ich denke mal, das ganze Thema, das ist ja nicht mal so übel. Deshalb werde ich halt auch ausführlich versuchen, euch ein bisschen zu zeigen. Ja, ich könnte jetzt auch alles irgendwie so, alles im Zeitraffer mit ein bisschen Musik und Untermalung. Aber ich glaube so, die ganzen Schritte interessieren euch hoffentlich. Wie gesagt, ich ziehe das Ding jetzt mal an mit Brille. Durch das vordere Teil ist das jetzt ein bisschen enger geworden. Das geht jetzt nicht mehr so gut mit Brille. Ich mache jetzt mal ohne, damit ihr schon mal seht, wie das aussieht. Also nicht erschrecken. Ja, also so sieht das momentan aus. Ich höre mich auch schon so ein bisschen an wie Lord Helmchen. Ja, aber so vom Prinzip her. Also der, ein bisschen, ich glaube ein bisschen können wir ihn höher machen. Aber da kommen noch ein paar Polster rein. So, wie gesagt, das ist jetzt der nächste Schritt. Dann denke ich mal, im nächsten Video werde ich dann hier die ganzen Verzierungen drauf machen. Hier noch so eine Art Schnäuzer, Bart halt so zwergisch. Und dann kommt das Wichtigste hier oben, dieser Kamm und diese Seitenkämme. Nenne ich jetzt mal so, ich weiß gar nicht. Leute, vielleicht haben die Dinger auch irgendeinen Namen. Ne? Keine Ahnung, wenn das irgendeiner weiß, schreibt das in den Kommentaren. So, dann ist das jetzt der zweite Teil vom Helmbau. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Oder was auch immer, Kommentare, positiv, negativ, wenn euch irgendwas stört. Weil einige scheinen ja meine Videos nicht so toll zu finden, die machen dann Daumen runter. Wäre schon schön, wenn er dann auch einen Kommentar schreibt, warum er das macht. Damit ich weiß, was ich beim nächsten Videos besser machen kann. Das wäre schon echt toll. Ansonsten wünsche ich euch heute noch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns bei dem Projekt, wenn es dann weitergeht oder einem meiner nächsten Projekte. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns.